Gut, damit kommen wir dann zum eigentlichen Anliegen von The Truth. Bevor wir das aber starten, werde ich noch mal ein bisschen mein Leben auffrischen, indem ich speichere. Mit dem, was ich habe, würde das wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich werden. Und ich glaube, dass damit dann auch die Flugplatzmissionen soweit abgearbeitet sein müssten. Schauen wir mal, ich habe das zumindest so im Kopf, dass das der Abschluss ist. Und das wird wieder ein gutes Feuergefecht geben und wir brauchen das Jetpack dabei jetzt. Es ist nur Mittel zum Zweck für Green Goo. Damn, where is this fool? Whoa, shit! Hey man, look out! The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Peace on Earth. Fliegt das Jetpack zum Zug und stiel heißt das. Stiel das, was sie hüten wie ihren Augapfel, was auch immer. Gut, dann wollen wir mal. Auf zu den Schienen, zu den Gleisen. Und schauen wir doch mal, was wir da ergattern können. Wir haben keine Ahnung, was es sein könnte. Ups, das ist die falsche Taste. Wir haben keine Ahnung, was wir stehlen sollen, aber wir sollen es stehlen. The Truth ist mal wieder großartig. Okay. Fliegen wir jetzt gerade durchs Stadtgebiet? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, den Gleisen zu folgen. Denn in der Regel fahren Züge über Gleise. Können wir auch zielen? Ja, sehr schön. Ah, sieh mal an. Moment, ich stelle mich mal hier hin. Zerschieße die Kisten, um an den Behälter mit grünem Glibber zu finden. Ah, ich treffe den noch nicht. So, das kann großartig werden. Wir sehen, da sind ein paar Leute drauf. So. Gefahr aus der Luft, meine Freunde. Gefahr aus der Luft. Wow. Hier komme ich. Siehst du? Geile Sache. Okay. Da sind wir schon auch genau an der richtigen Stelle hier, wie es aussieht. Die Kiste ist leer. Versuch's mit einer anderen. Wir sind doch nicht an der richtigen Stelle. Oh, hallo. So, ein paar Kopfschüsse verteilen, kein Problem. Lässt sich geil zielen damit. Ah, schon besser. Okay. Ist das hier eine Kiste vor uns? Nein. Hinter uns? Nein. Wo ist sie denn? Laut Radar sollte hier doch eine... Wahrscheinlich auf dem nächsten Eck sein. Okay, wir können auch hier nebenher laufen. Nehmen wir jetzt mal Enhanced Walking. Ich sehe schon, mein Skill ist scheiße für die Waffe. Das ist das Problem auch mit. So. Machen wir das mal auf die Art und Weise. Ich glaube, tot ist er noch nicht. Ah, das dauert halt ein bisschen. Ja, schon besser. So, jetzt müssen wir bloß mal ein bisschen nach oben kommen. Ja, wunderbar.
Okay, den hätten wir weg, damit haben wir jetzt erstmal Ruhe. Natürlich ist auch diese Kiste leer, wer hätte das so erwartet? Erstmal die Kiste weg. Erstmal die Kiste weg, dankeschön. So, verteilen wir einfach ein paar Kopfschüsse und irgendwann fällt er schon um. Okay, der eine von kann machen, was er will. Du hast den Behälter mit dem grünen Glibber. Bring ihn zu The Truth. Viel Spaß, mein Freund. Fahr noch mit dem Zug weiter, wie du willst. Bis zur nächsten Station. Ich mach mich wieder auf nach Hause, beziehungsweise zu The Truth. Hallo, Bulle. Auch von euch lasse ich mich jetzt hier nicht aufhalten. Ich meine, ihr könnt's versuchen, aber ich wage zu bezweifeln, dass ihr es schafft, mich aufzuhalten. Mit Autos und maximal Motorrädern. Oh, wir sind ja gleich an der richtigen Stelle. Mensch, das war ein gutes Timing. Das war ein sehr schönes Timing. In der Tat, wir haben es geschafft. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Yep, das war's für den Flugplatz. Das Unternehmen haben wir erworben und damit können wir nun auch hier Geld einsammeln. Bis zu 10.000 Dollar können wir uns ab und zu abholen. Wunderschön. Und es gibt nochmal 20.000 oben drauf. Das heißt, wir haben diese Ecke hier abgeschlossen und können damit eigentlich, nachdem wir gespeichert haben, direkt mit dem Jetpack nach Las Venturas reinfliegen. Und damit kommen wir ins letzte Gebiet, das dieses Spiel für uns zu bieten hat. Auf geht's! Ist auch schön, dass wir den Jetpack jetzt immer hier zur Verfügung haben. Kann mir echt Schlimmeres vorstellen. So, jetzt geht's also in den Las Vegas-Verschnitt. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich mag Las Vegas nicht wirklich. Also, keine Ahnung, ich kann mit der Stadt überhaupt nichts anfangen. In keinster Weise eigentlich. Ich finde die sowas von auch überhaupt nicht reizvoll. Ich würde mich niemals dorthin begeben wollen. Gibt ja irgendwie viele Leute, die gern mal dorthin machen würden. Ich wüsste nicht wieso. Zumal die auch bei Tag ziemlich unschön aussehen soll, habe ich gehört. Ich meine, in der Nacht täuschen halt die Neonlichter drüber weg, aber bei Tag, naja. So, wo haben wir denn hier das Haus? Irgendwas müssen wir ja kaufen, da können wir zumindest mal schauen, was es hier gibt und wie viel es kostet. 30.000 wäre eine Option, ist aber glaube ich ziemlich weit draußen, ne? Ja, ist halt ganz am Rand, also da gibt es glaube ich andere Hütten, die ein bisschen besser gelegen sind, hier vielleicht sowas. Wir müssen ja hier ganz nach Süden. Gut, wir haben da unten jetzt sowieso erstmal mit dem Four Dragons Casino was zum Speichern. Ja, dann verzichten wir jetzt erstmal drauf, irgendwie hier groß rumzuspeichern, glaube ich. Rumzukaufen, meine ich. Okay, wir haben zwar wieder 110.000 Dollar, aber mal schauen. Ich kann mich erinnern, dass es eine bestimmte Hütte gibt, die ich vielleicht kaufen sollte, weil sie gut gelegen ist für was anderes. Aber müssen wir mal schauen. So, ich glaube, hier dürfte ich ja drüber fliegen, ohne dass ich Sterne kriege, oder? Ja, dadurch, dass wir jetzt die Fluglizenz haben, können wir jetzt auch problemlos in die Flughäfen rein. Die machen uns jetzt bereitwillig auf. Und wir können dementsprechend auch den Luftraum darüber problemlos betreten und werden dann auch nicht verfolgt. Ich glaube, vorher war das ja so, ne? So, ein bisschen an Höhe gewinnen vielleicht. Also ich muss sagen, zum schnellen Reisen ist das Jetpack wirklich sehr schön, weil man eben auch sofort landen kann und eine gute Kontrolle hat und dabei auch trotzdem eine relativ gute Reisegeschwindigkeit. Ich meine, klar, mit richtigen Fahrzeugen bist du schneller, aber hey. Geh ins Four Dragons Casino und triff dich mit Woozy. War jetzt ein interessanter Cut. Weiß gar nicht, wie es kam. Aber gut.
So, dann machen wir mal zum Eingang rüber. Weiß gar nicht, warum die mich auf der anderen Seite absetzen. Huch, hier wollte ich nicht hin. Elvis lebt! Na? Ein schwarzer Elvis. In the cold and gray Chicago. Na, na, na. Noch Elvis! Na, 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 in the ghetto. In the ghetto. Ja, so hoch kann ich gar nicht. So, wo ist denn hier die Speicherung? Ist das drinnen alles mit, oder? Nee, hier draußen. Okay. Dann sollten wir das Jetpack vielleicht mal ablegen? Ich weiß nicht wie. Wie kann ich das Jetpack ablegen? F? Ach, tatsächlich. Wie ein Fahrzeug. Ja, nicht wieder benutzen. Okay, lassen wir mal hier liegen. Und damit herzlich willkommen in Las Venturas. Da war das Jetpack auch schon weg. Kannst du mal sehen, Großstadt, sofort alles geklaut, wenn man mal kurz sich davon wegdreht. Und das ist unsere neue Operationsbasis für die nächste Zeit. Mal sehen, was Woozy hier so für uns bereithält. Hat er gesagt, er hat uns ein Geschäft vorzuschlagen. Fender Catcher. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a Triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked-out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss! The boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait. Hold up, hold up. Come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Ein neues Geschäft für uns also. Hey. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Du hättest ihn andersrum drauffinden sollen. I think I'm gonna leave you right where you are. Da freut er sich. You got any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find out. Okay, hohe Geschwindigkeiten machen ihm Angst. Schüchtere ihn ein, aber denkt daran, ein Frontalzusammenstoß wäre tödlich für ihn und halte dich vom Highway fern. So, das kriegen wir hin. So schön an den anderen Autos vorbei. Na, mein Freund, wie sieht's aus? Kleine Reise auf dem Strip entlang. Ja, das Fahren auf der falschen Seite, das praktizieren wir ja schon. So, wechseln wir mal die Seite. Wir sollten nach Möglichkeit nicht zu lange hier hängen bleiben, damit die Angst nicht runtergeht. I'm super serial, man. Wow. Das hätte ihn töten können. Aber wir haben es aber geregelt gekriegt. Das Instanz werden dem nervig schwer zusetzen. Gut, ich habe gerade keine Zahn. Tut mir leid.
Schön, dass es die Bullen auch gar nicht interessiert, dass hier ein Geisterfahrer unterwegs ist. So, mein Freund, wie lange willst du noch? Oh, sieh mal an. Haben wir doch einen Zusammenschluss gehabt, allerdings nur einen kleinen. Oh. Sieh mal an, ich habe Sterne. Naja gut, das kriegen wir aber trotzdem hin, das sollte machbar sein. Wusste nicht, dass dort schon der Highway anfängt. Oh, du hast ihn getötet. Das war aber unfair von dem Bullen. Wie hätte ich denn da reagieren sollen? Na gut, jetzt wissen wir, dass dort schon der Highway anfängt. Das sollten wir dann beim Versuch Nummer 2 vielleicht beachten. Dann machen wir das Ganze nochmal. Jedenfalls, wir wissen... Ja, danke schön. Jedenfalls, wir wissen jetzt, was unser neues Geschäft ist. Wir müssen Woosies Casino mit aufbauen. Und dabei dafür sorgen, dass die Mafia hier in der Stadt ein bisschen an Einfluss verliert. Und wir wissen ja von GTA Vice City, wie garstig die Mafia sein kann. Ja, und dementsprechend müssen wir uns das einfallen lassen. So, Versuch Nummer 2. Du siehst ein bisschen kaputt aus, Bulle. Diesmal fahren wir vielleicht ein bisschen weiter auf dem Strip lang. Oh mein Gott! Und dann passt das bestimmt auch. Oh man, this is too fast. Okay. Oh, slow down! Slow down, for God's sake! Oh man, this is too fast! Soweit alles in Ordnung. Wir sollten uns bloß irgendwo dagegen setzen. So, fahren wir noch ein bisschen weiter ins Strip lang. Seltsamerweise ist das ja kein Problem, wie es aussieht. Schön, wie er am Heulen ist. Ich freue mich so. So, dann ändern wir mal die Richtung. Jetzt haben wir ja doch schon relativ weit aufgefüllt. Okay, jetzt haben wir eine bessere Seite wieder. Nämlich eine Gegenfahrseite. Meine Fresse, das war knapp. Und... dann sollte der Rückweg doch auch genügen, um ihn hier zum Reden zu bringen, hoffe ich mal, oder? Wie sieht's aus, mein Freund? Thank you. Thank God. Thank God. Komm schon. Lass dich ein bisschen mehr einschüchtern. Schleuderwenden mit Handbremse sind auch gut, okay? Davon ist schon wieder der Highway. So, dann müssen wir noch ein bisschen rumschleudern und auf der Seite bleiben hier. Gut. Nochmal kurz eine Wendung. Und dann haben wir ihn noch quasi schon voll. Noch eine Schleuderwendung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na. Bist aber hartnäckig am Ende jetzt. Jetzt haben wir's. Family will make you pay for this. Which fam? The Sendako family, you idiot. That's all I wanted to hear. What? Oh shit. Tja, mein Freund, das war wohl eine Nullnummer. Wir wissen jetzt, welche Mafia-Familie hier am Werk ist und können uns um die kümmern. Viel Spaß mit ihm. Woosy gibt uns $5,000, das ist sehr schön. Seltsamerweise, obwohl wir ständig Respekt dazu kriegen, ist er immer noch sehr, sehr niedrig, ne? Muss ich mal so feststellen. Aber gut, was soll's.